Ganz klar haben wir festgestellt, wir sind danach, nach dieser Serie noch kein Champion, aber die Vorteile lohnen sich. Und darum geht es, eine Stufe sich weiterzuentwickeln und wir steigen ein in den Teil 2. Tipp 1, Konflikte in Teams und in Projekten. Ja, gerade in Projekten ist die Teamdynamik besonders hoch. Man will nach vorne kommen und da zählen Konflikte ganz natürlich zum Leben dazu. Es ist beruflicher Alltag. Konflikte sind aber oft auch ein Anzeichen, ein Zeichen, ein Indikator, dass es da unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ideen gibt. Und hier ist die Aufgabe, die zusammenzuführen. Eben nicht das parallel weiterlaufen zu lassen. Was können Sie machen? Ja, einfach den Konflikt nicht störend sehen, sondern hier als Chance einfach das Team auffordern, die unterschiedlichen Sichtweisen zu teilen und eine offene Diskussion zu fördern. Wir werden auch später sehen, dass solche Momente des Innehaltens, um einfach hier die Position zu klären und eine offene Diskussion eben zu ermöglichen zu diesen unterschiedlichen Perspektiven, Ideen, Meinungen, ist förderlich. Praxistipp 2, die Rolle des Managers. Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden und so eine Scheinharmonie zu erzeugen, wo jeder still da sitzt. Es sieht eigentlich alles glücklich aus, aber jeder weiß, da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Meinungen. Als Praxistipp kann ich Ihnen nur raten, arbeiten Sie an den Fähigkeiten, ja, den Soft Skills, Ihren Fähigkeiten, Konflikte früh zu erkennen, um hier einfach proaktiv einzugreifen. Denken Sie daran, so eine Scheinharmonie, so eine Stille im Team bedeutet nicht unbedingt, dass hier im Untergrund, im Hintergrund doch Konflikte da sind. Einfach sehen Sie sich als Vermittler und Unterstützer, um eben Konfliktsituationen oder anstehende Trennungen im Team zu erkennen und wieder zu vermitteln. Ohne Kompetenzen geht es nicht und gerade auch Empathie hier als zweiter Punkt genannt und die Problemlösungsfähigkeit sind entscheidende Punkte und dann eben die Kommunikation, die Moderation. Praxistipp 3, Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten. Ja, und einfach Zeit investieren in diese Empathie, die Sie halt brauchen, um hier eine Beziehungsebene aufzubauen. Aber auch, um es viel besser zu lernen, dieses aktive Zuhören, sich in andere Perspektiven versetzen, um hier einfach Lösungen zu finden und Lösungen zu schaffen. Auf meinem Kanal gibt es hierzu viele Webinare. Die Rolle als Coach sollte jeder Manager üben, trainieren und sich hier ja, weiterentwickeln, um einfach hier über die Rolle Coach die Konflikte als Chance zu sehen, zu nutzen, um das Team zu stärken. Auch um es vorzuleben, um den Teammitgliedern hier zu zeigen, wie man Konflikte lösen kann. Weil dann passiert hier der Punkt 3, das Team übernimmt für sich selbst Eigenverantwortung, lernt Problemlösungsfähigkeiten und hier wird dann künftig nicht eine Scheinharmonie mehr im Team sein, sondern eine offene Kultur, wo man dann rechtzeitig, frühzeitig ja unterschiedliche Positionen, Ideen, Meinungen offen ansprechen kann und lösen kann. Mein Praxistipp, Rolle Coach in Konfliktsituationen, einfach erkennen von Konflikten im Team und aktive Unterstützung geben hier, die Fakten zu klären, die Standpunkte auszutauschen, aber jetzt nicht recht zu sprechen, ja, die Seite hat recht und die hat Unrecht, sondern wir gehen dann auch noch mal tiefer drauf ein in dem vierstufigen Coaching-Tool. Besonders eignet sich das Coaching-Tool dann in diesen Situationen, wo die Parteien an den Chef herantreten, um einfach eine Lösung zu finden. Mein Praxistipp Nummer 5: Unbedingt passende Techniken und Tools üben, testen, lernen, optimieren.
Es gibt auch komplexere Konfliktsituationen und das ist doch ganz toll, wenn man diese auch beherrschen kann. Auch in der Rolle als Coach. Konflikte aufzulösen sind manchmal sehr schwer. Manchmal hilft eine neutrale Perspektive, ein fremder Dritter. Schauen Sie sich mal die Möglichkeiten an. Besuchen Sie auch gern unsere Webseite. Würde mich freuen. In Kapitel 12 schauen wir uns an, wie gehen wir mit Unsicherheiten um. Also als Chef, als Vorgesetzter, gehe ich jetzt in Konflikt rein oder nicht? In Kapitel 13 wollen wir insgesamt die Konfliktkultur verbessern. Auch wieder 6 Praxistipps, die man einfach umsetzen kann, ausprobieren kann. In Kapitel 14, ja, wenn Sie eingreifen, dann ist was zu beachten. Das ist immer hilfreich, weil wer eine Aktion einleitet, soll vorher schon wissen, da kann dies, das, jenes passieren. Ich gebe hier 6 Praxistipps und nenne auch Ihre jeweils unterschiedliche Rolle, die Sie dabei einnehmen.
Das waren heute 5 kurze Praxistipps. Es folgen dann weitere 5 Praxistipps, die etwas mehr in die Tiefe gehen. Ich sage für heute vielen Dank und bitte vertiefen Sie doch nochmal Ihr Wissen mit diesen Videos von mir. Würde mich freuen und ich sage Tschüss und bis bald.